dass ich damit rüberkomme. Ja, Hendrik Pettner, Wehrführer hier in Rehna. Heute Stadtpokal, Jugendfeuerwehr. Zufrieden bis jetzt? Bis jetzt läuft es wunderbar, jawohl. Heute Morgen haben wir gestartet mit dem Fragebogen. Erst die Jugend, dann die Einsatzverteilung aller Korbacher-Stadtteile. Und jetzt haben wir hier die Übung der Jugendfeuerwehr Rehna gesehen. Bis jetzt klappt es hervorragend. Wetter hält, Gott sei Dank. Und ja, bis jetzt ganz gut. Rehna hat eine starke Jugendfeuerwehr. Ja, Gott sei Dank, seit diesem Jahr haben wir 11 Mitglieder. Letzten Jahre war es ein bisschen weniger geworden und wir freuen uns, dass es wieder aufgelebt ist. Wie viele Mitglieder hat die Feuerwehr Rehna insgesamt? 38 bei den Aktiven, 11 bei der Jugend und bei der Kinderfeuerwehr sind es auch über 10. Und dann noch der Feuerwehrverein. Genau, da sind es mit der Alters- und Ehrenabteilung. Genau, über 200 insgesamt, ja. Wenn man sowas ausrichtet, ich meine, im Moment sind die Feuerwehren ja so ein bisschen im Wettkampfmodus, war ja nun Kreisleistungsübung der Feuerwehren, jetzt Stadtpokal. Genau, ja. Wie wichtig ist eigentlich auch dieser Vergleich mit anderen Feuerwehren? Das ist schon wichtig. Uns geht es in erster Linie darum, dass man diese Übung macht, weil der einfach den Ablauf eines Brandeinsatzes hervorragend üben lässt. Und von daher sind wir damit zufrieden. Zeigt aber auch im Vergleich mit den anderen Feuerwehren, wo man eventuell bei der Ausbildung so ein bisschen nachjustieren müsste. Genau, wobei ja, sage ich mal, die Brandbekämpfung der eine Punkt ist. Technische Hilfeleistung ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, der immer mehr gefordert oder immer mehr fordert, sage ich mal. Von daher ist aber keine Frage, das ist auch schon wichtig, dass man sich da misst. Ja, das hat sich alles bei den Feuerwehren so ein bisschen verschoben, von einem reinen Brandbekämpfer hin zur technischen Hilfeleistung, ja. Tierrettung, ja, genau. Und noch vieles mehr. Türöffnung, ja, genau. Auch auf dem Land immer mehr, genau. Ein Thema. Die Tragehilfen für den Rettungsdienst aus unwegsamem Gelände oder aus engen Gebäuden wird auch immer mehr. Genau. Ja. Wie schwierig ist es tagsüber bei Alarmierung ein Fahrzeug zu besetzen? Wir schaffen es Gott sei Dank bisher immer noch, das Fahrzeug voll zu besetzen. Aber wir haben im Dorf auch kaum noch Arbeitgeber. Somit sind alle außerhalb tagsüber am Arbeiten. Aber bisher haben wir da keine Probleme gehabt.
Aber mit dem Nachwuchs ist die Feuerwehr Rehna auf einem guten Weg. Sind sehr zufrieden damit, auf jeden Fall, ja. Ganz, ganz wichtige Schütze. Vielen Dank. Gerne. Wo sind die denn alle? Ach, wir werden auch noch komplett gefilmt hier. Ja. Hier, das Fernsehen ist da. Ne? Gibt ich wollte gerade sagen, das Fernsehen ist da. Das haben wir extra für euch bestellt. Wir haben besser, ja, besser. Einfach, weil wir die besten haben. Ja, wir haben, komm, träumen nicht. Jonas, lieber jetzt bei dem über uns. Von Angst vor uns. Die Stimmchen sind noch etwas zaghaft.
Carsten Fahland, der Stadtbrandinspektor der Feuerwehren der Hansestadt Korbach. Gerade im Wettkampfmodus, ne? Genau. War die Leistungsübung auf der Hauer. Da war ja die Korbacher Feuerwehr stark involviert, nicht nur mit Wettkampfmannschaft, sondern auch mit Aufbau, Abbau und Logistik. Richtig, wir waren am letzten Wochenende schon Ausrichter des Kreisentscheides und das war eine schöne Vorbereitung für unseren Stadtpokal, auch für die Mannschaften. Und das Leistungsniveau ist hier das gleiche. Wir haben ja auch starke Mannschaften in der Großgemeinde. Jetzt ist die Feuerwehr der Hansestadt Korbach eine relativ große Feuerwehr, eine Stützpunktfeuerwehr, wird aber auch oft belastet. Haben Sie manchmal das Gefühl, die ehrenamtlichen Stunden, muss man ja betonen, die sind Ehrenamtler, werden über die Maße viel? Ja, es wird immer mehr. Wir haben in der Großgemeinde weit über 300 Alarmierungen im Jahr und das wird alles ehrenamtlich abgearbeitet. Das ist schon ein tolles Engagement, was die Kräfte dort zeigen und das gebührt auch ordentlichen Respekt. Ohne die Stadtteilfeuerwehren geht es auch nicht? Nein, die Kernstadtfeuerwehr übernimmt zwar einen Großteil der Aufgaben, aber eine tatkräftige Unterstützung aus den Ortsteilen ist wichtig, auch um die Hilfsfristen entsprechend den Ortsteilen einzuhalten. Liegt auch daran, dass die Feuerwehr Korbach anders ausgerüstet ist als die Feuerwehr Rehna zum Beispiel? Ja, das Einsatzgeschehen spielt eine Rolle. Die hauptsächlichen Einsätze spielen sich natürlich im Bereich der Kernstadt ab, wo 17.000 Leute wohnen. Die Ortsteile verteilen sich so ein bisschen und da ist das Einsatzaufkommen entsprechend geringer. Aber die Kernstadt fährt auch auf jeden Ortsteil mit raus und deswegen ist das eine intensive Zusammenarbeit. Wenn man jetzt mal so die Feuerwehren von vor 30, 40 Jahren bedenkt und heute, haben sich die Einsatzgebiete doch schon sehr geändert. Nicht nur der reine Brandschutz, Löschen, sondern technische Hilfe, Hilfeleistung bei Rettungsdiensten und so weiter. Das ist richtig. Früher stand der Brandschutz im Mittelpunkt und mittlerweile haben wir zwei Drittel der Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung und die Anforderungen steigen da immens an. Und wir müssen als ehrenamtliche Kräfte genau das Gleiche leisten, was die Berufsfeuerwehren in Großstädten leisten und da gibt es keine Unterschiede. Es sind ja auch dieselben Ausbildungsrichtlinien, ne? Sind dieselben Richtlinien, dass das Feuer in der Großstadt ist genau das Gleiche wie auf einer kleinen Gemeinde und deswegen sind auch die Ansprüche dieselben und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir als Kommune unsere Feuerwehren entsprechend ausstatten mit der notwendigen Schutzausrüstung und da sind wir in Korbach auf einem ganz guten Weg. Dazu kommt, dass Korbach den Rüstwagen für Artenschutz hat, der im fast ganzen Kreisgebiet unterwegs ist, ne? Ja, wir haben mehrere Fahrzeuge, die überörtlich eingesetzt werden. Mittlerweile gibt es den Gerätewagen Artenschutz auch im Südkreis nochmal. Aber einige Fahrzeuge haben wir in Korbach, die nur einmal im Kreis vorhanden sind. Eine Frage, die ich immer gerne stelle, auch an die Feuerwehrleitung, gerade in den Stadtteilen, sind die Feuerwehren oftmals der einzige Verein, der Träger der dörflichen Kultur ist. Wie wichtig ist das? Das spielt natürlich auch eine Rolle. In ganz kleinen Ortsteilen ist das immer noch so. Wir haben den kleinsten Ortsteil bei uns, da besteht die Feuerwehr auch weiter, der Feuerwehrverein. Aber eine Einsatzabteilung haben wir dort nicht mehr zustande gekriegt. Die Nachbarwehren übernehmen den Brandschutz. Aber die Feuerwehr an sich, der Verein, bleibt bestehen und stärkt damit die dörfliche Gemeinschaft. Wenn man über Feuerwehren spricht, muss man auch über Nachwuchs reden. Wir haben eben gesagt, ehrenamtlich, sind nicht hauptamtliche Feuerwehrleute, sondern wirklich Ehrenamtler, die das mit Passion und Herzblut dabei sind. Wie sieht es in Korbach mit dem Nachwuchs aus? Genau. Auch wenn wir so ein großes Einsatzgeschehen haben, wir haben komplett nur ehrenamtliche Kräfte und wir ziehen unseren Nachwuchs in erster Linie aus der eigenen Jugendfeuerwehr. Und der ein oder andere Nebeneinsteiger kommt noch mal hinzu, aber die Hauptarbeit ist die Kinder- und Jugendfeuerwehr und das ist ganz wichtig. Deswegen auch hier das Zeltlager in Rehna. Wir haben hier 112 Jugendliche heute oder an diesem Wochenende in den Zelten und das ist eine ganz spannende Geschichte und hoffen, dass die natürlich auch bei der Stange bleiben. War aber keine Absicht 112.
Jugendliche. Nein, das hat sich, deswegen habe ich es erwähnt, das war reiner Zufall, aber 112 ist eine wichtige Zahl für uns, der Notruf. Und deswegen passt das gut, dass wir 112 Jugendliche in den Zelten haben. Zukunft der Feuerwehren, es wird für die Kommunen immer schwieriger zu finanzieren. Sie hatten es schon angesprochen, Korbach hat zwar den neuesten Stand, aber es gibt etliche Gerätehäuser auch im Bereich der Stadt Korbach, die nicht mehr dem Standard entsprechen, die modernisiert werden müssen, Fahrzeuge müssen beschafft werden. Wird nicht einfacher für die Kommunen, aber auch nicht für die Wehren. Ne? Nein, aber man muss sehen, Brandschutz ist kommunale Pflichtaufgabe und die Kommunen müssen sich dieser Aufgabe stellen. Ja. In Korbach sind wir da sehr gut aufgestellt. Fahrzeuge und auch Gerätehäuser sind immer ständig im Fokus. Es wird ständig investiert. Wir werden in Kürze aber auch unseren Bedarfs- und Entwicklungsplan nochmal anpassen müssen. Aber auch da sind ganz große Mängel nicht vorhanden. Aber wichtig ist, dass wir die Ausstattung immer auf dem Stand der Technik halten. Im Gegensatz zum Südkreis ist der Nordkreis viel öfter von Wetterereignissen betroffen. Starkwetter, Starkregen, Stürme, Gewitter. Auch da ist die Feuerwehr unabdinglich. Natürlich, die Feuerwehr ist immer der Erstzugriff bei solchen Notlagen. Wir in Korbach haben zuletzt das Glück gehabt, dass wir von stärkeren Naturereignissen verschont geblieben sind. Aber im Nordkreis die umliegenden Kommunen wie Arolsen, Volkmarsen, in den Bereichen dort war in letzter Zeit sehr viel. Aber auch da helfen wir als Nachbarwehr natürlich immer mit aus. Vielen Dank. Bitte.